Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ich muss mich gerade ein kleines bisschen ärgern, weil zwei Aufnahmen, die ich schon gemacht habe, sind leider gänzlich zerstört, weil es wieder irgendein Problem auf Seiten des PCs oder keine Ahnung was gegeben hat, woraufhin zum einen die Tonspur weg war, zum anderen die Datei nicht erkannt werden konnte. Dasselbe ist mir leider Gottes, oder auf ähnliche Art und Weise, ist mir leider Gottes auch mit Resident Evil 7, die Demo-Version, passiert. Hatte ich auch schon zwei Parts, kann ich auch wegschmeißen. Gibt sie nicht, muss ich alles nochmal neu machen, was auch nicht sonderlich toll ist, weil ich ja schon weiß, wo die nächsten Gegenstände sind. Ja, die letzten zwei Tage waren einfach, ja, oh Freude. Ja, da braucht man schon manchmal Urlaub vom Aufnehmen. Was? Ja. Auf jeden Fall, ich habe inzwischen, ich glaube, zwei Quests abgeschlossen. Zum einen haben wir eben die Geschichte mit dem Radio-Moderator, mit dem Travis, abgeschlossen. Haben dann der Overland Station bei ihrem Ghoul-Problem geholfen. Dazu mussten wir vor Diamond City gehen. Dort gibt es eine Kanalisation, einen Zugang dazu, und das haben wir gemacht. Dort haben wir alle Ghule ausgerottet, haben... Was? Hallo, hallo, wenn ich da gerade red? Was ist mit dir los? Ich steh weg. Kann da keine sein, sowas. Ja. Der ist mal weg. Wer ist noch? Ja, gut. Gut, da haben wir gleich die Dings geschafft. So. Bin dann von vom. So, weiter erklären. Also, die Ghule haben wir erledigt gehabt. Ne? Ja. Gehen wir zurück zu Preston und der schickt uns quasi hierher. So, wir sind jetzt hier. Traffington. Bootshaus und haben gerade die Raider besiegt. Genau, jetzt können wir mit denen quatschen. Und dann war ich sogar schon so weit, dass wir hier in Covenant schon drinnen waren. Was das ist, werden wir gleich nochmal uns anschauen. Das Doofe ist, ich habe ja, es war eigentlich eine tolle Aufnahme, die hat mir sehr gut gefallen. Ich musste wahnsinnig lachen. Und die ist jetzt auch kaputt, ne? Gut. Also, ich denke mir, dass wir hier noch die Quests hier erledigen werden. Ich werde dann noch, sofern sich nichts anderes auftut, noch hier nach unten reisen tun und das hier aufdecken, auch noch hier. Also alle Punkte, die wir hier schon, die wir hier quasi, wo wir vorbeigehirscht sind, sozusagen, werde ich noch schnell aufdecken. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Quest, wenn es sie nicht mehr gibt, also wenn wir dann fertig sind und es kommt nichts mehr nach, werden wir das große Finale einläuten. So, das war jetzt schon dreimal gesagt. Ich weiß davon, ihr nicht. Ja, ich werde das große Finale dann einläuten. Warte, ich gehe mal zu den Siedlern und das große Finale... Na nö, warum laufe ich denn? Ich bin überladen. Na großartig. Das große Finale, wer da? Schaut dann so aus, dass wir uns den Fraktionchen anschließen, also wie die Bruderschaft und so weiter. Und das stellen wir so an. Jo, das reicht schon mal. Ich verdrück mir jetzt schon die ganze Zeit. Ja. Und das schaut eben so aus, dass wir jetzt sagen, na nö, ich kann... Komisch. Ich kann immer nur... Ups, da. Was wollte ich sagen? Das schaut... Hä? Was ist denn los mit dir, Alte? Was habe ich... So. Jetzt müsst ihr laufen. Laufen? Hallo? Was ist denn los hier? Ach so. Jetzt? Hey, jetzt. Dann geht ja. So, das schaut nochmal von vorn. Das schaut eben so aus, dass wir zum Beispiel uns einige Parts lang der Bruderschaft zum Beispiel widmen und die eben questtechnisch so weit voranschreiten tun, bis wir
dort eben alles geschafft haben, bis wir ein Mitglied der Bruderschaft sind. Wenn wir das gemeistert haben, es keine geschichtlichen Quests mehr gibt. So, hallo? Wir haben es geschafft. Jo. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren, aber die Minutemen waren für uns da. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Jo. Und, so. Das zu dem. Und, ja, was wollte ich noch sagen? Und wenn wir eben die Bruderschaft zum Beispiel fertig haben, dann werden wir dasselbe mit dem Institut machen, dasselbe mit der Railroad machen und weiß was ich, wem wir uns noch alles anschließen dürfen. Servus! Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja, dann hast du die Welt davor nicht gekannt, meine Gute. Kann sie auch nicht. Ha, ja. Gut, die Richtung stimmt. Na, ich vertrück mich wieder. So, die Richtung stimmt und laufe. So, also. Das ist mal mein Plan. Die Vault 88 werden wir dann vielleicht, nachdem wir hier diese drei Orte noch besucht haben, fertig bauen. Also fertig verschönern, so gut es geht. Und dann, wie gesagt, fangen wir eben an, das große Finale einzuläuten. So, genau. Ich glaube, hier rüber musste ich. Lauf, lauf, lauf. Ihr werdet euch schon wundern, warum wir nicht angeschossen werden. Das hier ist eine friedliche Siedlung, aber eine besondere, sage ich mal. Also keine, wie wir sie bisher kennen. Sondern, da, Covenant, genau, wer bist du? Hallo. Der Jacob Orton, ja, der Orton. Hey. Ja, hallo, Fremder. Mein Name ist Jacob und ich habe in dieser Stadt das Sagen. Schön, dass du bestanden hast. Guten Was? Leuten steht unsere Tür immer offen. Du kannst eines der Betten im Gasthaus nutzen und du solltest in Pennys Laden vorbeischauen. Spoiler! Weiß ich zu schätzen. Danke für die Gastfreundschaft. Für Leute wie dich, jederzeit. Du solltest dich von Mr. Dan fernhalten. Ich habe Beschwerden über ihn gehört. Okay. Ich mach mal Danke kurz. Für die Warnung. Ich bin nur ein guter Gastgeber. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt. So. Das war jetzt ein kleiner Spoiler leider. Der sollte gar nicht hier draußen sein. Naja. Wir müssen jedenfalls mit ihm reden. Wenn nicht, geh weiter. Du weißt ja, bewaffnete die Rumlungern. Nicht gut für die Nerven. Was ist Covenant? Heißt so etwa dieser Ort? Ja, wir sind echt im Aufwind. Ein Halt für Händler und dergleichen. Wir sind nicht groß, haben aber einiges zu bieten. Ein Arzt kann dich hier zusammenflicken. Es gibt sogar Limonade. Naja, so nennt dieser sie. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Wir lassen nicht jeden rein. Es gibt einen Eingangstest. Wir nennen ihn den Safe-Test. Jeder muss ihn ablegen. Safe? Interessant. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür ist dieser Test? Ich sollte wohl nichts sagen. Aber hör zu. Wir wollen sicherstellen, dass nur gute Leute nach Covenant kommen. Keine Unerwünschten. Niemand, der nicht ganz so ist, wie er scheint, okay? Mhm. Unerwünschte? Bitte was? Ich bin neu in der Gegend. Was meinst du mit Unerwünschte? Weißt du nicht... Oh Mann. Hör mal. Nicht jeder im Commonwealth ist ein Mensch, okay? Manche sind Sünds. Mehr sage ich dazu nicht. Leg einfach den Test ab. Wenn du ihn bestehst, kannst du reinkommen. Hier ist es sicher. In Ordnung? Ist das wirklich nötig? Muss ich den Test wirklich ablegen? Hey, so sind die Regeln. Bereit? Na dann. Dann machen wir halt den Test, ne? Kein Problem. Gut. Nimm Platz, dann können wir anfangen. Die Fragen sind zum Teil so lächerlich, dass ich... Also ich muss zum Teil echt lachen. Die Antwortmöglichkeiten haben mehr. Wäre das ein Vorstellungsgespräch gewesen, wäre ich sicher wieder... Also wäre ich nicht weitergekommen. Hätte ich bestimmt versagt. Wir können anfangen, wenn du Platz genommen hast. Ja. Für den Safe-Test musst du sitzen. So laufen die Regeln. Los geht's. Es gibt ja, ich sehe schon. Antworten. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich ab. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Es ist ja schon mal ein Hammer, dass du überhaupt das so aussprechen kann, ne? Wissenschaft, verschwinden, ihn beleidigen, K.O. schlagen. Ich denke, ja, ich meine, Wissenschaftler, ne? Das hört sich wieder, das hört sich ganz schön verschweinelt an, ne? Wissenschaft will ich nehmen, glaube ich. Ja,
Wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ja. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Schreien, amputieren, behandeln, ihn festhalten und beobachten. Als Praktikant, ne? Ich würde sagen, behandeln, ne? Irgendwas können wir schon hinkriegen, oder? Wenigstens ihn beruhigen oder so. Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich. Besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Begleiten und übergeben. Ihn beklauen. Umarmen und trösten. Konfiszieren und zurücklassen. Umarmen und trösten, glaube ich. Es ist ein Kind. Ich meine, der hatte Hunger und der wollte auch nur überleben, ne? Ich umarme den Jungen und sage ihm, dass alles wieder gut wird. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Fußball, ernannter Schlagmann, Pitcher, Catcher. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus. Ich spiele Fußball. Ich spiele kein Baseball. Ich spiele Fußball. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Über sie aufregen, ihn töten, um sein Leben verhandeln. Minigun, um sein Leben verhandeln, würde ich sagen. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Typisch Klasse B. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Eine Bombe beschaffen, Laserpistole, Schloss knacken lassen. Lass ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich verschwinde und lass ihn verrotten. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein. Du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Was sind das für Fragen? Keine Ahnung. Operation, Medizin, Beten, Selbstmord. Ich habe da Beten gewählt. Ich spreche ein Gebet und hoffe, dass Gott mich rettet. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognack der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ihm etwas ins Getränk mischen, stehlen, tauschen, ihn ausrauben. Ich würde sagen, tauschen. Ich tausche es gegen eines meiner Comichefte ein. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist, und? Rasierer, Toilette sabotieren, Zimmer fluten, Medikamente tauschen. Ich habe da Toilette sabotieren gewählt. Ich schmeiße einen Böller in seine Toilette. Boom. Immer wieder lustig. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Das glaube ich auch. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Ah, schön. Ja, dann steigen wir wieder ein, unser gutes Ding. So, Powerrüstung, yeah. Wusch, wusch. Sehr fein. Jo, wird sie auch. So. Es regnet, es regnet. Danke. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Okay. Wo ist der? Na, Katzi. Ja, Katzi, du. Ja, hallo, da regnet's. Willst du nicht reingehen? Hübscher Stubentiger. Vor kurzem kam eine Karawane. Wir haben für den alten Stockton gearbeitet. Du hast sie gesehen, oder? Ich hab doch schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Hier ist viel los. Das ist nicht Diamond City. An eine Karawane mit 5 Leuten erinnert man sich. Dann waren sie bestimmt nicht hier. Sag mal, willst du nicht lieber eine Limonade? Ich bin nicht hier, um Limonade zu trinken. Ich weiß, dass sie da waren. Was soll das Ganze? Ich will ja helfen, Mister, aber ich erinnere mich nicht. Hör mir gut zu. Ich gehe der Sache auf den Grund. Was? Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich hab genug von diesen Landeiern. Magst du Covenant nicht? Ausweichend. Ich bin von hier. Ich bin auf der Durchreise. Eigentlich sind wir auf der Durchreise, aber... Magst du Covenant nicht? Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Wer? Karawane? Kein Händler. Weiß alles darüber. Weiß nichts. Karawane? Eine Karawane?
Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Mhm. Überlebende? Zuerst die Kronkorken. Angebot annehmen, Angebot ablehnen. Zuerst die Korken, ne? Wenn ja. Ich helfe, will ich einen Vorschuss. Wenn ich dein Wort habe, zwacke ich 50 Kronkorken ab. Mhm. Die kriegst du noch zusätzlich. Perfekt. Überlebende? Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wenn wir sie finden, gibt es einen Berg Kronkorken von Stockton. Na dann, gehen wir's an, oder? Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist daran verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Jawohl, Ian ist menschlich. Suche in Covenant nach Hinweisen. Optional? Warte. Was war da optional? Verteidige? Also sprich mit Preston. Ja, das passt schon. So. Such bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Mhm. Okay. Na, schon wieder verkehrt. So. Ich spiele zu viele Spiele, die, ja, andere Tastaturen und ja. So, Belegung, wie Babu. Ich sollte nicht mit dir reden. Ich habe nämlich zu tun. Ja, dann geh. Öffentliches Terminal. Das werden wir auch noch schnell durchlesen. Das hatte ich nämlich auch noch gemacht. So. Willkommen. Von einer kurzen Rast bis hin zu einem langen Aufenthalt haben wir hier in Covenant alles, was ihr braucht. Wir liegen inmitten des Commonwealth und haben schnellen Zugang zu den besten und sichersten Handelsrouten der Umgebung. Unsere Gästezimmer sind geräumig, gut ausgestattet und unser freundlicher Mr. Handy serviert sogar kostenlos Limonade. Für große Karawanen können wir auf Anfrage zusätzliche Schlafsäcke bereitstellen. Sprecht dazu einfach mit Mr. Fitzgerald. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns sehr, euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Wahnsinnig freundlich, oder? Und das heutzutage, ne? Nicht schlecht. Der Donauwalzer? Na. Ba-ba-ra-ba-ba-bam. Da-ra-ram-bam-bam. Du-du-du-ram. Da, 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 da. Ich glaube, ich spinne. Warum spielt ihr unseren Donauwalzer? Cool. Bam, bam. Dann spielen wir doch gleich das Tanzbein, oder? Wir sind eine junge Gemeinschaft gleichgesinnter Individuen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben wieder eine Qualität zu geben, die es so lange Zeit nicht gegeben hat. Unsere geheimen Zutaten sind eine gemeinsame Vision, harte Arbeit und gute alte Gastfreundschaft. Seit die Mauern gebaut wurden, haben wir mehr und mehr Händler willkommen geheißen. Bei uns gibt es ein breites Angebot an Handelswaren zu unschlagbaren guten Preisen. Wenn ihr eine Ware anderswo günstiger seht, gebt uns Bescheid, dann setzen wir noch einen drauf. Sagt es euren Freunden weiter. Bam, 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 bam. Der Safe-Test. Wir werden oft über den Safe-Test befragt. Was ist das? Warum ist er notwendig? Eure und unsere Sicherheit sind unser wichtigstes Ziel. Und mit dem Safe-Test können wir sie gewährleisten. Den Test haben sich einige der klügsten Köpfe der alten Welt ausgedacht, um ein detailliertes psychologisches Profil der Teilnehmer zu erhalten. Die Teilnehmer scheitern aus den verschiedensten Gründen an dem Test. Wir wundern uns, dass wir durchgekommen sind, echt. Asoziale Neigungen, Obszönität und geistige Gesundheit, um nur ein paar zu nennen. Oft wäre alles bestens, wenn wir sie reinließen, aber wir achten sehr genau darauf, dass nur gute, qualifizierte Leute in den Genuss von Covenant kommen. So wie ihr. Sehr nett. Weil ich bin ganz... Wo ist der Radio? Da.
Wie geht denn das, dass die unsere Mucke spielen? Also unsere... Ich glaube, ich bin. Tut mir leid, ich habe zu tun. Ja, ja, ist schon gut, Gnädigste. Ah, warte, wir sollen eigentlich befragen, ne? Wer bist denn du? Was hast du gemacht? Nackt im Atomreaktor gebadet? Alter, was ist mit dir, du Sackelbicker? Echt? Natalia McCowan? Natalia! Oh, ich habe von dir gehört. Du bist der Fremde. Ich stell Dinge her. Für den Laden. Oh, ich bin Talia. Schön, dich kennenzulernen. Was machst du? Hey, immer langsam. Du klingst nützlich. was machst du? Hat sie eh schon erklärt. Vielleicht kann sie noch genauer beschreiben, was sie tut. Was machst du? Ich stelle medizinische Vorräte her. Mhm. Oh, und Waffen. Zielfernrohre. Und andere Sachen. Kriegst du alles in Pennys Laden. Es wird dir hier gefallen. Alle in Covenant sind so freundlich und wollen von ganzem Herzen helfen. Oh... Covenant 4. Hoffe, mir gefällt's. Freundlichkeit gefällt mir. Hasse es. Na, die Freundlichkeit ist echt super. So schade, dass der Rest des Commonwealths nicht so ist. Ich weiß. Wäre es nicht toll, wenn alle aufeinander Acht geben würden? Du kannst gerne meine Werkzeuge benutzen. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Na jo. Sagen wir mal so, ne? Wenn das wirklich der Fall sein würde, hätten wir erstens den Weltfrieden. Ja. Und zweitens wird niemals irgendwas weitergehen. Ich stell dir mal vor, liebe Edda, du bist mein Beispiel. Ach, Edda, du siehst heute wieder vorzüglich aus, wirklich. Danke, Mrs. Alexandra. Ne? Ebenfalls, ja. Bitte, hallo. Edda, geh doch aus der Tür raus, ne? Du zuerst. Nein, Alex, du zuerst. Aber Edda, ich bitte dich, geh doch du zuerst. Nein, nein, geh du zuerst, Alex. Super, wären wir nie fertig. Keiner würde jemals das Haus verlassen. Nie wieder. Wir würden im Stehen verhungern. Dasselbe mit Essen kochen. Ich koche heute Essen, Liebling. Nein, Schatz, ich mache das für dich. Du hast so einen harten Arbeitstag gehabt. Bitte lass mich kochen. Aber nein, Liebling. Es wäre mir eine Freude, wenn ich für dich kochen könnte. Stell dir das mal vor, wenn jeder aufeinander Acht gibt. Würde keiner mehr nachgeben. Nicht für ungut. Jeder will sich aufopfern. Da kommen wir zu gar nichts mehr. Der tut Winkel stehen. Was ist da denn? Ui! Hallo, dieser. Hallo? Hey, dieser. Frische Limonade! Ja, ich würde gerne eine nehmen, bitte. Ich nehme eine. Bitte! Danke! Vielleicht ist sie ein bisschen mit Erdöl verfeinert. Oder Maschinenöl, so irgendwas. Schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Jacob! Ich hoffe, dir gefällt es hier. Oh ja, es ist sehr schön hier. Über dich. Danke. Gehen. Erzähl mir was über dich, mein Bester. Erzähl mir von dir. Ich sorge dafür, dass Penny, Talia und die anderen alles haben, was sie brauchen. Unsere kleine Gemeinde am Laufen zu halten, ist ein Vollzeitjob. Aber irgendjemand muss es ja machen. Entschuldige mich bitte. Ja, die Bürgermeister sind immer arme Schweine. War wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Wer soll sich darum kümmern? Ein Neuankömmling. Willkommen! Servus. Brain Fitzgerald. Ah, du bist es. Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Ja, ja. Auf Deutsch heißt er Fitzgerald und fertig. So. Was haben wir da? Oh. Das wollte ich vielleicht lieber nicht tun. Geh raus. Jetzt kann ich es vielleicht machen. Ich werde mal kurz speichern. Ich will hier keinen Ärger machen tun. So. Bestätigen. So. Also. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Erlangen Sie die Power-Rüstung. Noch einen anderen Weg. Erlangen Sie die Power-Rüstung an, heißt, geht das nicht. Ich schau mal. Vielleicht geht's ja doch. So. Schau mal. Also. Wascha, mit Anhieb geschafft. Boah. Personalakten. Fitzgerald. Fitzgerald. P. Da gibt's zwei. Huntley. Mr. Also McGovern. Das ist die kleine gerade eben gewesen. Montgomery Burns. So.
Der ist auch hier. Super. Svensson. Dann fangen wir doch hier an, ne? Fitzgerald B. Bedenken kein. Notiz. Mr. Fitzgerald nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich. Wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Aha. Dann wird das Frauchen sein. Fitzgerald P. Bedenken. Hat die Synths als unerwünschte bezeichnet. Auseinandersetzungen. Wie bedenken? Hat die Synths als unerwünschte bezeichnet. Ja, aber das passt doch. Das hat doch der am Eingang auch. Hä? Auseinandersetzung mit M. Bele. Häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte im Commonwealth, besonders Diamond City, okay. Ernste Maßregelung, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methoden gewarnt hat. Notiz, wenn Mrs. Fitzgerald nicht sonderlich effektiv in ihrer Rolle wäre, würde ich sie wieder zum Lager zurückschicken, aber sie ist mit Mr. Fitzgerald verheiratet, weshalb ihr permanenter Aufenthalt hier erforderlich ist. Wir können nichts anderes tun, als regelmäßig unseren Missionen und deren Parametern Nachdruck zu verleihen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr das Geschäft mehr am Herzen liegt als unsere Ziele. Was zum Teufel geht hier vor? Sind das dann doch schon alles Sünden oder was? Handley. Bedenken. Besitz von Schmuggelware in drei Fällen. Aha. Allgemein asoziales Verhalten hat dazu geführt, dass Besucher nicht sich unwohl fühlen. So. Notiz. Handley ist neu in Covenant. Und wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, wird schnell klar, warum er so schreckhaft ist. Hoffentlich kann die Gemeinschaft ihm mit der Zeit ein Gefühl von Sicherheit geben. Wenn er unsere Besucher allerdings weiterhin so beunruhigt, muss er vielleicht versetzt werden. Das Gute ist, dass seine Zurückgezogenheit ihn wie dafür geschaffen macht, Nachrichten zum Lager zu bringen. Und wenn Händler in der Stadt sind, bleibt seine Abwesenheit nahezu unbemerkt. Aha, irgendwas ist da ja grob faul, oder? McCovern T. Bedenken. Besuchern fallen ihre Nervosität und Anspannung auf. Sie ist sehr mitfühlend, könnte das ein Problem werden? Notiz. Nachdem ich ihr meine Bedenken schilderte, lenkte Mrs. McCovern tatsächlich ein. Es gehört zu unserem Job, uns so natürlich wie möglich zu geben und wenn überhaupt, übertreibt sie es. Ich hoffe wirklich, dass sie sich erholt, statt nur etwas vorzugeben. Aber selbst wenn sie nur etwas vorgibt, ist sie für uns absolut unverzichtbar. Na toll. Montgomery B. Bedenken keine. Notiz, ich habe keine besonderen Bedenken, was Dr. Montgomery angeht. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, würde ich nie im Leben darauf kommen, was sie alles durchgemacht hat. Das einzige Problem ist, dass sie zurückgezogen ist und sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Aber ich glaube, sie wollte auf keinen Fall hierher versetzt werden, sondern lieber an der Hauptmission teilnehmen. Was zum Teufel geht hier vor? Doch bevor sie hier war, hatten unsere Besucher sich hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht die medizinische Versorgung sei. Wir brauchen hier also dringend einen Arzt und zu ihrem Pech ist sie die Einzige mit dieser Qualifikation, die ein geeignetes Temperament besitzt. Ja. Next one. Svensson. Bedenken keine. Notizen. Svensson ist verschwiegen. Er arbeitet direkt für das Lager und verwaltet den Test. Und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie ich ihm helfen kann. Er hält sich strikt aus der Gemeinschaft heraus. Ob das an seinen Befehlen oder an seinem Wesen liegt, kann ich nicht sagen. Was geht hier ab? Was zum Teufel geht hier ab? Oh, warte, war noch was zum Lesen? Ja, hier war noch mehr zum Lesen. Entschuldigung, ich bin voll depp. Nochmal aussteigen. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch jemand, weil das wäre echt nicht gut.
Scheiße, ich bin so ein Trottel. So, da. Fischebericht, Entwurf. Aha. Mr. Handley hat den Weg zum Lager 5-mal abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, im Weiher von Mystic Pins niedergelassen hat. Mr. Handley sagt, das neue Lieblingsfischrevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Stockton-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle. Aha, nicht fertig, okay. Aha, so, gut, dass ich nochmal reingeschaut habe. Gut, getan habe. So, das heißt, wir müssen mit dem ehrlichen Dan sprechen. Jetzt habe ich die Option von der Karawane nicht, also nicht gemacht. Aber ich hoffe... Was haben wir denn? Leben mit Depressionen. Die 12 Phasen der Trauer. Und einige Selbsthilfebücher. Eine richtige Bibliothek. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher. Eine Bibliothek, genau. Ah, schön. Was hätten wir hier noch? Kleine Babyflasche. Covenant Büroschlüssel. Handschellen. Safe-Bericht lesen. Safe-Bericht V11,3. Fehlerquote 28%. Delta minus 1%. Benötigt mehr Datenproben. Anonyme Reisende. 2, ein Fehler. Protokolliert. Slog-Gule. 5, ein Fehler. Auf jeden Fall falsch. Positiv. Stockton-Karawane. Sie war da! 5. 2 Fehler. Gelöst RR oder Inst. Railroad oder Institut, ne? Mr. Timms 1. 0 Fehler. Finch Farm 3. 0 Fehler. Langfristige Abmachung. Body 1. 1 Fehler protokolliert. Ehrlicher Dan 1. 0 Fehler. Alter, oder? Sie haben... Sie wissen sehr wohl, wovon wir hier reden, diese Schweine. Da meint es jemand ernst. Ein Gefängnis, alles schlecht. So, raus hier. Hallo. Du, Dan, hör mal. Hör mal, Dan. Hast du was über die Karawane erfahren? Hast du etwas gefunden? Vielleicht. Überlebende im Lager. Keine Neuigkeiten. Hast du was gefunden? Was hast du so getrieben? Nicht viel. Alle beobachten mich. Aber ich versuch's weiter. Vielleicht. Ich hab vielleicht was gefunden. Willst du etwa feilschen? Wir arbeiten als gleichwertige Partner oder gar nicht. Mehr Kronkorken? Na, ungeduldig. Das ist fair. Läuft nicht. Sicher, das ist fair. Sie sind in einem Lager in der Nähe. Genau das wollte ich hören. Wir sind im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Alles klärchen, Kumpel. Mit dem Volk hier stimmt was nicht. Also, wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, das sind schon alles Sünd. Oder die meisten halt. Na du? Hey, Fremd. Es ist... Ja, ich bohrt mich dann mal. Na, brauche ich gar nicht. Okay. Können wir eigentlich so raushatschen. Okay, dann geh mal. Sie verbergen etwas, bin ich mir sicher. Oh. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Lukas. Hallo. Ich biete Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Ich würde gern... Ja, schauen wir mal, was du hast. Um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist Stahl wäre mir lieber. Das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Das musst du da... Das musst du bei One Piece mal sagen, ne? Da ist das sehr wohl möglich. Kleidung, ich will... Na, halt, stopp, Schrott. Stahl, schau, hätte sogar. Wie teuer? Ah, das geht. Passt, mach mal. Her damit. Dank, das narrisch. Können wir ihm was verkaufen? Die Erde hat alles, ne? Na,
schon wieder verkehrt. Herrschaftszeiten. So, jetzt aber. Jo, bisschen Stahl, das passt. So, wir müssen irgendwie übers Wasser. Ich würde sagen. Heureka! Einfach rüber, oder? Platsch. Blub, blub, blub. Gott sei Dank ist das wasserdicht. Mehr oder weniger. Bis auf die Strahlung. Aber ja, fungiert irgendwie wie ein Tauchanzug. Das passt schon. So. Lup, 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 lup. Sind wir da oder können wir ein Auto fahren? Hü, hüpf. Bap, 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 bap. Ich glaube, gleich haben wir's. Juhu! Wer bist denn du? Servus. Such dir eine eigene Angelstelle. Verschwinde. Der Fischer! Ich nehme nur hier den leuchtenden Pilz. Was fischst du denn hier? Schnucki, der Pilz, der ist aber nicht gesund. Naja. Da unten. Mhm. Was haben wir da drüben noch? Nur ein paar Kerzen. Mit einem Rollstuhl. Aha. Ein Teddybärli. Ich will das nicht kaputt machen. Mit Fernseher? Ernsthaft? Okay. Na gut. Das heißt, hier kann man dann rein. Ups, da. Aha. So. Da. Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Schrott mit. Dann gehen wir rein. Der Part ist auch gleich zu Ende. Ich hätte vielleicht noch vorher zu unserer Vault zurückkehren sollen. Tut, um unser Graffel auszuleeren. Servus. Ich hasse diesen Ort. Ja, das ist sein Standardspruch. So, Schnucki, hey, wie geht's jetzt weiter? Da oben ist jemand. Du gehst voran. Na klar. Mit Licht. Hallöchen. Da steht er schon. Noch erschießen sie uns nicht. Das ist echt nicht schlecht. Die Missionen müssen geschützt werden. Wow. Der Manni. Das mürrisch-melancholische Muttersöhnchen. Na, hier ist das so. Wupp, 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 Level up erreicht. Schön. Und das ist ja echt schön. Lagerschlüssel. Schrottpatrönchen. Covenant Sicherheitsdienst. Was, das nimmt das alles mit? Ich ziehe den Ausbiss auf die Unterhose. Jawohl. Ich gebe mir Mühe, liebe Edda. So. Und so. Du trägst zu viel mit dir rüber. Edda! Mach mal deine Tüten Warte auf. Entschuldigung, ich meine deine Taschen. So. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Die Tüten aufmachen, genau. Ach, du Heilige. So, bitteschön. So. Ich habe Angst, dass ich das jetzt wieder dann, dass ich mich entkleide, wenn ich ihr das gebe. Deshalb behalte ich das mal. So, so, so. So. Bastrüstung ist noch ganz. Und ich würde sagen, den Schrott kann sie mal alles haben. Jo, da habe ich noch die Kreide, habe ich gerade gesehen. Von der Quest, die ich schon erledigt habe. Von der Kandalisation. Ja, das passt schon mal. Danke, Edda. So, und jetzt? Jetzt? Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? Ah, da hinten. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. So. Ist hier jemand gefangen? Was? Ich will treffen. So.
So, nachladen. Noch keine Spur von der Karawane. Sie müssen sie irgendwo festhalten. Was zum Teufel machen die hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Und irgendwas ist hier wahnsinnig faul. Ich hab sie verloren. Ganz ehrlich, ich glaube, das hier sind alles Sündleute. Subjekt 12, Grunddaten. Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Subjekts? Fluktuieren etwas, aber noch... Wer seid ihr? Was... Scheiße! Oh, mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Von der anderen Seite festgekettet. Ist das? Beantworte die Frage. Der Safe-Test! Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Was zum Teufel? Wer? Was zum Teufel? Komisch. Was zum Teufel? Nicht zu sehen. Eben noch da. Jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell bewegen? Findet ich. Sie. Na, wo ist denn der jetzt hin? Hm? Vielleicht sind sie noch hier. Beobachten. Da oben, oder was? Lachen uns aus. Natürlich lache ich euch aus. Ihr seid hier voll Idioten. Die kann man nur auslachen. Hä? Ah, du bist jetzt, hätte ich den fast erschossen. Unter allen Umständen. Ein Besen. Mich, ich glaube, es ist gefallen. Die Missionen müssen geschützt werden. Ah. Wow. Du Gratler. Gut, ja. Noch einer? Ja. Hä? So. Alter. Sind wir jetzt fertig? Schützt den Doktor unter allen Umständen. Ach, glaub, wir sind fertig. Der Part ist auch fertig. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, dann beenden wir den Part doch. Ich bedanke mich von ganzem Herzen wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bitte abermals um Entschuldigung, dass ich den Spielstand nicht mehr herstellen konnte. Ich kann es mir nicht erklären, wirklich. Es tut mir selber wahnsinnig weh in der Seele. Es ist echt, wow. Ich habe aber versucht, bei dem Test alles genauso zu beantworten, wie ich es zuerst getan habe. Also schon mal gemacht habe. Und ja, manche Fragen sind echt nur dämlich und die Antworten dazu sowieso auch. Aber ja. Vielleicht liegt es. Ja, vielleicht sollte er auch dazu dienen, dass man sich einfach kaputt lacht. Na, auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden den Part, das habe ich eh schon gesagt. Und wie gesagt, Entschuldigung nochmal, ja, dass ihr quasi mitten ins Spiel wieder reingerissen wurdet. Ich hoffe, ich konnte das alles einigermaßen so gut erklären, dass ihr im Bilde seid, was inzwischen passiert ist. Und ja, wir machen hier einfach frisch fröhlich weiter und lassen uns davon nicht allzu sehr ins Boxhorn jagen. Jawohl, so irgendwie, genau. Na gut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!